Am vergangenen Freitag fand in der Planitzer Lukaskirche ein öffentlicher Baustellenrundgang statt. Der Förderverein des Gotteshauses hatte dazu eingeladen, um Interessierte über den gegenwärtigen Stand der Restaurierung bzw. des Einbaus der Walker-Orgel zu informieren. Am Rundgang nahm auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulich teil. Der Minister wurde vor Ort von seiner Parteigenossin Gundula Schubert erwartet. Wir freuen uns ganz sehr, dass Martin Dulich, unser Wirtschaftsminister vom Freistaat Sachsen, nach Zwickau kommt und mal wieder der Lukaskirche in Planitz einen Besuch abstattet. Und heute geht es aber um die Orgel. Die war ja lange Zeit schwer verfallen und fast zerstört. Und jetzt konnte sie saniert werden mit Mitteln aus dem Bund, aus dem Freistaat Sachsen und auch von der Landeskirche und von der Kirchgemeinde. Und da freuen wir uns ganz sehr, dass wir jetzt den Wiedereinbau sehen können hier in der Lukaskirche. Ulrich Taut, stellvertretender Vorsitzender des 1993 gegründeten Fördervereins zur Rettung der Lukaskirche e.V., schloss den Gästen auf und dann schilderte er sehr anschaulich den Werdegang der Orgel. Die Orgel wird gerade eingebaut. Es ist eine Walker-Orgel, die hier eingebaut worden ist, als die Kirche neu gebaut worden ist und die im Laufe der letzten Jahre einfach nicht mehr spielbar war. Die Kirche war ja viele Jahre geschlossen nach 1968 und damit wurde die Orgel nicht mehr gespielt und an der Orgel wurde nichts mehr gemacht. Nun ergab es sich, dass eine Fördermöglichkeit gerade für diese historische Orgel sich aufgetan hat. Und mit dieser Förderung gab es dann noch verschiedene Spenden, die zusammengekommen sind, sodass tatsächlich dieses Projekt verwirklicht werden konnte. Für eine reichliche 500.000 hier in dieser Kirche eine neue Orgel einzubauen. Das hätte vor ein paar Jahren niemand gedacht, nicht mal zu träumen gewagt. Und nun wird es Wirklichkeit. Und wir freuen uns drüber und sind auch sehr dankbar, dass die Firma Eule das macht, die da auch Erfahrungen hat auf diesem Gebiet mit der Restaurierung historischer Orgeln und denken, dass das in guten Händen ist. Und in knapp 2 Monaten soll es soweit sein, dass sie eingeweiht wird. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Traum, der da für viele Planitzer in Erfüllung geht. Nicht nur für die Kirchgemeinde. Die Orgelweihe ist für den 14. November geplant. Also die Einweihungsfeier der Orgel wird so aussehen, dass hier am Anfang ein Einweihungsgottesdienst gefeiert wird. Dann ist die Gemeinde eingeladen, noch da zu bleiben. Nach dem Mittag wird die Orgel dann speziell nur die Orgel erklingen. Und zwar die einzelnen Register, die einzelnen Klangfarben werden damit vorgestellt. Und die Leute sind eingeladen, zuzuhören und ja, einfach zu lauschen, wie das geht. Und es wird jemand an der Orgel sitzen, der das dazu auch was sagt, also spielt und auch erklärt. Und das schließt dann ab mit einem Orgelkonzert um 16 Uhr. Ein Gebäude dieser Größe ist mehr oder weniger eine ewige Baustelle. Hier sind ja noch viele Stellen, die auch ausgemalt, restauriert werden könnten. Wahrscheinlich werden wir uns aber in nächster Zeit darauf beschränken, dass wir draußen an der Fassade bzw. am Turm Schäden beseitigen müssen, die wirklich echt da sind. Da muss was gemacht werden, weil das Schäden am Stein sind. Es gibt Gefahr, dass Steine abplatzen und runterfallen könnten. Und da werden wir uns die nächsten Jahre darauf konzentrieren. Eine Freude haben wir aber doch, nämlich dass es eine große Spende gibt wieder für den Innenraum der Kirche. Nämlich, dass das Kreuz auf dem jetzt schon existierenden Altar wieder in Originalzustand aufgesetzt werden können. Wir haben jetzt so ein schönes Kreuz, was da ist, aber aus Holz. Und das originale Kreuz soll wieder hergerichtet werden, restauriert werden und kommt dann dort wieder hin an Ort und Stelle. Und ja, der Altar ist das Zentrum der Kirche. Und dass es auch da weitergeht, das ist uns wirklich eine große Freude. Und wir sind sehr dankbar darüber, dass das möglich sein wird. Ohne Spenden geht nichts. Was die Finanzierung der Orgel anging, so griff man eine bewährte Idee auf. Ja, Spenden braucht man natürlich auch für sowas und die Leute spenden auch gern dafür. Wir haben eine Idee übernommen, die andere schon vor uns hatten an vielen Stellen, nämlich Pfeifenpatenschaften. Das heißt, es wurde dann bekannt gegeben, die Herstellung und der Einbau einer solchen großen Pfeife kostet so und so viel oder einer kleinen Pfeife kostet eben nicht ganz so viel. Und die Leute hatten die Möglichkeit, dann zu sagen, diesen Preis für diese Pfeife bezahle ich. Und das wird alles hinterlegt namentlich und man kann sogar in die größeren Pfeifen dann seinen Namen eingravieren lassen, sodass das also bleibend ist, das ist meine Pfeife in Anführungsstrichen. Und daraufhin sind wirklich über 80.000 Euro zusammengekommen durch diese Pfeifenpatenschaften und es ist möglich immer noch so eine Pfeifenpatenschaft abzuschließen. Auch Staatsminister Martin Dulich hat eine Patenschaft übernommen.
da freuen wir uns sehr drüber, dass er da auch sein Interesse bekundet hat und seine Liebe zu diesem Instrument ja auch zum Ausdruck gebracht hat. Martin Dulich war sichtbar angetan, sowohl von der Lukaskirche als auch von dem rührigen Förderverein. Ich bin total begeistert von diesem großartigen Engagement. Hier ist Gemeindeleben wirklich spürbar, sowohl nach innen als nach außen. Denn auch eine solche Kirche muss erhalten werden. Die Orgel, ein tolles Projekt, weil Orgel ist natürlich auch so etwas spürbar Lebendiges, die Orgelklänge zu hören. Dass es hier einen Verein gibt, der sich so großartig engagiert, großen Respekt. Und das konnte ich mir heute gemeinsam mit Frau Schubert anschauen und das war wirklich beeindruckend. Wir hatten es bereits festgestellt und gesagt, die Lukaskirche hat wortwörtlich noch viele Baustellen. Kann das Land Sachsen noch etwas tun? Generell brauchen wir bei solchen Sanierungsprojekten ein gemeinsames Tun von Kirchgemeinden, von den Kommunen, von Land und aber auch vom Bund, weil sehr häufig eben auch Sanierungen von Kirchen oder auch Orgeln nicht alleine von Einzelnen zu stemmen ist, ob jetzt eine Kirchgemeinde oder das Land. Und deshalb muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Auch der Freistaat Sachsen wird in Zukunft weiterhin mit dazu beitragen, dass eben auch solche großartigen Projekte wie eine Orgel oder eben auch die Gebäude wie Kirchen erhalten werden.